Bis nach Istanbul bin ich gefahren, um diese Gruppe zu sehen. Mit ihrer Musik rebelliert sie gegen die Regierung in der Türkei und ist zur Stimme einer riesigen Protestbewegung geworden. Kadesh Türkela heißt sie auf Deutsch, Lieder der Brüderlichkeit. Heute proben sie zum letzten Mal für ihr großes Sommerkonzert. Ich will sehen, wie Kadesh Türkela die Proteste unterstützt und warum die Musiker gegen die Regierung sind. Ömer Ogun ist 26. Er ist seit Jahren bei Kadesh Türkela und einer der besten Tänzer. Seinen Fans Mut machen will der überzeugte Regierungsgegner. Die Leute freuen sich auf unseren Auftritt. Aber es geht ihnen nicht nur um die Musik. In den sozialen Medien sagen sie, dass sie hingehen, um den Widerstand und die Opposition zu spüren. Und das genau ist die Stärke von Kadesh Türkela. Ihre Musik ist der Soundtrack des Protests gegen Ministerpräsident Erdogan und seine islamisch-konservative Regierung. Die Band ist eine bunte Mischung, so wie die Protestbewegung selbst. Kurden und Aleviten, Schwule und Heteros und sogar eine strenggläubige Muslima. Spät am Abend führt Ömer mich dann an den Ort, der weltberühmt wurde, den Gezi-Park am Taksim-Platz im Zentrum Istanbuls. In der Nacht ist er leer, aber noch im Sommer lieferten sich Polizisten und Demonstranten hier Straßenschlachten. Es gab tausende Verletzte und mehrere Tote. Im Juni waren hier überall Zelte und tausende Menschen. Aber dann hat die Polizei den Park geräumt. Und jetzt ist fast niemand mehr hier. Wann immer es Demonstrationen gibt, wird der Park von der Polizei abgeriegelt. Irgendwie gehört der Park jetzt der Polizei. Ömer fürchtet Kontrollen, deshalb wollte er nur nachts mit mir in den Park. Am nächsten Tag, nicht weit weg vom Bosporus, ist die Wohnung von Ömer. Ich besuche ihn und seinen Mitbewohner Fidel Kilic. Fidel ist Sänger bei Kadesh Türkela. Die beiden waren von Anfang an bei den Protesten im Gezi-Park dabei. Fidel meint, es sei ganz einfach zu erklären, warum er auf die Straße gegangen ist. Jeden Tag gab es neue Verbote gegen Abtreibungen, gegen Alkohol. Die Frauen sollten 3 Kinder kriegen. Und keiner hat reagiert. Deshalb habe er protestiert. Ömer erzählt, dass er vorsichtig geworden ist seit den Protesten im Sommer. Damals war er noch jeden Tag demonstrieren. Aber jetzt fürchtet er sich, ganz besonders vor den Wasserwerfern und dem Tränengas der Polizei. Fünf Demonstranten sind bei den Protesten schon gestorben. Manchmal denkt Ömer, er lasse die anderen im Stich. Dabei wolle er nur in Frieden leben. Später im Café treffe ich Rümeysa Çamdereli. Sie spielt E-Gitarre in der Band und ist 24. Wenn sie keine Musik macht, studiert sie Computertechnik. Ihren strengen Glauben zeigt sie ganz offen durch das Kopftuch. Wie passt das zu ihrem Protest gegen die islamisch-konservative Regierung? Die Regierung behauptet zwar, dass sie den politischen Islam vertritt, aber das tut sie gar nicht. In Wirklichkeit betreibt die Regierung neoliberale Politik und unterstützt den Status quo. Das bedeutet knallharten Kapitalismus. Ich will nicht etwa behaupten, dass die islamische Religion den Sozialismus oder sowas Ähnliches einführen will.
Aber als Muslimin finde ich es falsch, wenn die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Das ist nicht im Sinn unserer religiösen Überzeugung. Rümeysa eckt an mit ihren Ansichten, überall. Von ihrer muslimischen Gemeinde wird sie gemieden, weil sie zusammen mit Homosexuellen auf der Bühne steht. Aber selbst im Gezi-Park wurde sie beschimpft. Die Demonstranten hielten sie für eine Unterstützerin der Regierung, weil sie das Kopftuch trägt. Ich habe mich unwohl gefühlt. Die einen haben mich beschimpft, die anderen haben mich ganz überschwänglich empfangen, als wären sie die Anführer und ich nur ein Gast. Deshalb unterstütze ich die Proteste jetzt vor allem über Facebook und durch meine Musik. Sie meint die politische Musik von Kardeş Türkeler. Die muss sich heute bewähren. Es ist der Abend des großen Sommerkonzerts. Sie sollen uns den Himmel zeigen, sagt sie. Die Menschen sollen wieder an sich glauben. Und er: Es ist ein tolles Gefühl, dass alle hier die Gezi-Proteste unterstützen und die Lieder von Kardeş Türkeler singen. Tausend Fans sind gekommen. Sängerin Feryal Öney wendet sich an das Publikum. Die Proteste im Gezi-Park haben gezeigt, sagt sie, dass wir mit Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit alles erreichen können. Überall ist Gezi, überall ist Taksim, rufen sie. Das Sommerkonzert ist ein Erfolg. Aber an diesem Abend passiert noch mehr. Noch ahnt es niemand, ein weiterer Demonstrant stirbt. Ein paar Stunden nach Ende des Konzerts. In einer Auseinandersetzung mit der Polizei mehrere hundert Kilometer von Istanbul entfernt. Der sechste tote Demonstrant seit Beginn der Proteste. Am nächsten Tag spüre ich Anspannung in der Stadt. Für den Nachmittag sind neue Demonstrationen angekündigt. Sie wurden nicht genehmigt. Überall Polizisten. Viele Mitglieder von Kardeş Türkeler haben die Stadt für ein paar Tage verlassen. Die Demonstranten wollen den Gezi-Park wieder besetzen. Spezialeinheiten der Polizei drängen die Demonstranten zurück. Tränengas zieht durch die Straßen, aber noch ist alles friedlich. Dann schlägt die Stimmung um. Tränengas beißt in den Augen und brennt auf der Haut. Diese Frau hat im Tumult ihren Freund verloren. Sie weiß nicht, wo er ist. Ich bin hier, weil in der Türkei 6 Demonstranten gestorben sind, sagt sie. 6 Demonstranten in den vergangenen Monaten. Sie waren wie meine Freunde. Hallo? Es gibt mehrere Verhaftungen und Verletzte in dieser Nacht. Den Demonstranten gelingt es nicht, den Gezi-Park zu besetzen.
Die Polizei behält die Oberhand. Viele Demonstranten studieren hier an der Istanbuler Bosporus-Universität, so auch Rümeysa, die Computerspezialistin. In diesen Wochen ist ihr das Studium weniger wichtig als der Podtest. Bei den Proben zum nächsten Auftritt spricht sie mit den Musikern über die Demonstration, überlegt, was sie tun könnte. Wenn ein Demonstrant gestorben ist, kann ich nicht sofort zur Gitarre greifen, erzählt sie. Dann will ich nicht mal ein trauriges Lied spielen, sondern will auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber unsere Musik ist wichtig für die Menschen. Wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Die Ereignisse der vergangenen Tage haben auch Ömer verändert. Er hat Mut gefasst. Jetzt will er wieder mitdemonstrieren. Es ist mir wichtig, dass wir weiter auf die Straße gehen. Deshalb gehe ich jetzt zu dieser Demonstration. Hier im Zentrum von Istanbul gibt es heute zum Glück keine neuen Auseinandersetzungen. Aber die Polizei bleibt präsent. Es ist viel passiert in den vergangenen Tagen. Ömers Gruppe hat mit dem großen Sommerkonzert den Protest angeheizt. Und er selbst hat seine Angst für heute besiegt. Doch die Furcht bleibt vor neuer Gewalt. Yaşasın!